ist jetzt wirklich so der strahlende Augensaft. Da sind wichtige Komponenten drin für strahlende Augen. Unsere Augen sind das Tor bzw. das Fenster zur Seele, aber sie sind auch der Indikator dafür, wie es um unsere innere Gesundheit bestimmt ist. Und heute geht es um das Thema Augen, insbesondere wie wir schönere, jugendlichere Augen bekommen. Und natürlich möchte ich auch heute so ein bisschen in die Tiefe gehen, was die Gesundheit unserer Augen angeht. Denn ich habe ja schon ein paar Videos gemacht dazu, wie sich meine Augenfarbe mit der Zeit verändert hat über die Jahre, beziehungsweise generell meine Augen, die Optik meiner Augen. Und ja, jetzt möchte ich wieder ein kleines Update geben und vor allen Dingen euch auch einen Saft heute zeigen, ja, der unsere Augen klar und strahlend macht. Viele Menschen sind immer so besessen mit der Augenfarbe, aber es ist ganz egal, ob du jetzt blaue, grüne, braune Augen hast. Wichtiger ist, und das ist vielen Menschen ja gar nicht so bewusst, ist die Sklera, also das Augenweiß um unsere Iris herum. Ist es klar, weiß, strahlend, dann schätzen uns die Menschen automatisch jünger ein, beziehungsweise es wird als attraktiver wahrgenommen. Das zeigen nämlich Untersuchungen. Wir nehmen diese Menschen unterbewusst wahr als Träger von guten Genen. Und das Schöne ist an der Sache, wir haben es selber in der Hand. Denn heutzutage sind die Medien ja so fixiert auf Brust und Po und alles muss üppig sein und die Taille bloß schmal. Aber was ist denn mit diesen Indikatoren für gute Gene, die wir vielleicht nur unterbewusst wahrnehmen? Und dazu gehört jedenfalls unsere Augen, die Sklera, wie unsere Augen vom Gesundheitszustand auf uns wirken. Und glaub mir, das ist manchmal am Ende viel wichtiger, als ob wir jetzt große Brust haben, großen Po, kleinen Po, weil das ist wirklich was, was der Mensch, ja, wie gesagt, unterbewusst wahrnimmt und manchmal danach, nach diesen Kriterien auch, wir entscheiden, ob jemand gesund ist oder nicht. Und das ist auch für die Partnerwahl manchmal nicht ganz unwichtig. Aber wichtig ist, wie gesagt, auch, was ist, wenn wir die Sehkraft mit dem Alter verlieren, immer mehr. Dagegen können wir nämlich auch was tun. Damals, als ich noch jünger war, also mit Mitte 20, sahen meine Augen recht trüb aus. Klar, es ist jetzt nicht das beste Foto. Damals gab es noch keine Smartphones. Deswegen, ja, ist natürlich die Fotoqualität nicht ganz so gut. Aber man konnte schon sehen, dass meine Augen ganz anders gewirkt haben als heute. Und ja, das hat natürlich einen Grund. Ich habe sehr viel Fleisch zu der Zeit gegessen, sehr ungesund. Ich muss auch zugeben, sehr viel Alkohol. Ich war ein richtiger Schluckspecht in dieser Zeit. Und ja, natürlich kann man da nicht erwarten, dass man gesunde, strahlende Augen hat. Und so ab Mitte 20, wenn der Alterungsprozess wirklich so langsam beginnt, dann werden auch bei vielen Menschen die Augen trüber. Die Sklera, das Augenweiß wirkt nicht mehr so schön weiß. Es wird also ein bisschen gräulich, bräunlich, gelblich. Werde ich gleich nochmal drauf eingehen, was ihr dagegen machen könnt. Und das Ende vom Lied ist dann, wenn wir so 60, 70, 80 sind, dass natürlich unsere Augen dann wirklich alles andere als jung und gesund werden. Ich habe immer noch sehr, sehr gute Augen, aber ich muss sagen, ich strapaziere meine Augen auch sehr stark mit Blaulicht aus dem Monitor. Ja, ich schaue ja auch ständig in meinen Laptop oder in sein Smartphone. Also ich bin völligst addicted, gebe ich auch zu. Ich glaube, die meisten schon von uns. Und gerade abends ist das wirklich super schlecht für die Augen und kann auch irgendwann zu Sehstörungen führen und den Alterungsprozess der Augen noch beschleunigen. Ganz schlimm. Aber ich habe wirklich eine Studie gefunden, die besagt, dass Carotinoide tatsächlich dieses Blaulicht etwas neutralisieren können. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir Carotinoide zu uns nehmen. Dazu werde ich jetzt noch einiges erzählen, weil da gibt es ein paar sehr wichtige Infos dazu. Viele von euch haben mich auch oft gefragt, was ist mit dem Thema rote Augen? Ich habe immer rote Augen, rote Äderchen in den Augen und das weist oft auch auf eine Entzündung hin, auf eine Allergie. Das kann viele Ursachen haben, Diabetes, Blutzuckerprobleme. Wichtig ist allerdings natürlich, das sage ich ja auch immer wieder, eine entzündungshemmende Ernährungsweise. Und es gibt ein paar ganz bestimmte Nährstoffe, die auch bei entzündlichen Augen super wichtig sind. Zum einen zum Beispiel B2 ist ganz wichtig, aber auch Vitamin C. Sehr, sehr wichtig. Genügend Vitamin C. Vitamin C habt ihr zum Beispiel in Brennnessel, in Paprika, in Petersilie. Also es gibt genug Vitamin C-Quellen. Dann auch Vitamin K. Vitamin K ist ja so wichtig für die Blutgerinnung und auch wichtig für die Gesundheit unserer Augen. Also Vitamin K1 findet ihr ganz, ganz viel in Blattgemüse. Deswegen ist auch Blattgemüse so bedeutsam für gesunde Augen. Wie gesagt, ich werde gleich darauf zurückkommen, wie wir die Sklera unserer Augen heller bekommen. Da gibt es ein paar Tricks. Und nicht zu vergessen Vitamin A. Jetzt werden aber einige sagen, hey, wie kriege ich denn mein
mein Vitamin A auf vegane Weise. Das ist doch eher so in tierischen Organen und etc. Aber das stimmt nicht. Also wie gesagt, Beta-Carotin ist ja so eine Vorstufe von Vitamin A und kann auch zu Vitamin A umgewandelt werden. Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir viel Beta-Carotin zu uns nehmen, generell Carotinoide. Und klar, natürlich wird es immer noch kontrovers diskutiert, wer Beta-Carotin in Vitamin A umwandeln kann. Aber Fakt ist, wir können die Umwandlungsfähigkeit erhöhen, indem wir ja Fett dazugeben, beziehungsweise dann wird Beta-Carotin ja auch noch besser aufgenommen. Und wie gesagt, das tierische Vitamin A kann der Körper ja auch viel schwerer abbauen im Körper, genau. Jetzt kommen wir zu zwei weiteren Nährstoffen, die auch der Familie der Carotinoide angehören. Und zwar einmal Zeaxanthin und Lutein. Habt ihr auch ganz viel in Blattgemüse, in gelbem Gemüse. Und die haben natürlich auch eine ganz tolle Wirkung auf unsere Sehkraft. Bei trockenen Augen kann insbesondere auch Vitamin E helfen. Das habt ihr zum Beispiel drin in Spinat, in Sonnenblumenkerne oder auch Brokkoli sowie Haselnüsse. Und ein Tipp von mir, keimt die Sonnenblumenkerne. Die schmecken auch super lecker, wenn man die keimt. Und dann potenzieren sich ja auch nochmal die Nährstoffe und werden besser vom Körper aufgenommen. Und ganz wichtig auch für die Netzhaut, das dürfen wir gar nicht außer Acht lassen, denn die Netzhaut besteht zu 65% aus DHA, ist auf jeden Fall DHA und EPA, also quasi die Omega-3-Fettsäuren aus den Algen, die unser Körper auch selber nicht herstellen kann. Deswegen ist es gut, wenn wir das vielleicht supplementieren, Algen essen oder halt es uns einfach machen, indem wir einfach Algenöl supplementieren. Ich bin ein Riesenfan von hier diesem Algenöl von Porazell, weil ich weiß, dass der Patrick, der Inhaber von Porazell, alles immer unabhängig ins Labor schickt und alles untersuchen lässt. Vor allen Dingen, viele Öle sind ranzig. Fischöle sind wirklich belastet, würde ich sowieso nicht empfehlen, oft auch ranzig. Das Paradoxe ist ja, der Mensch denkt, er müsste Fischöl zu sich nehmen oder Fisch essen, um das wertvolle EPA und DHA zu erhalten, diese Omega-3-Fettsäuren, von denen ich gerade gesprochen habe. Aber der Fisch bekommt diese ja selbst von den Algen, die er zu sich nimmt. Und warum gehen wir dann auch nicht direkt an die Quelle und sind so schlau wie der Fisch? Und wie gesagt, wenn du deinen Vitamin-A-Wert im Körper erhöhen willst, dann kannst du deine Säfte auch, deine Karottensäfte zum Beispiel, oder wenn du die Karotten so isst, mit diesem Öl hier ergänzen, dass du gutes Öl noch dazu fügst und somit werden dann die fettlöslichen Carotinoide besser aufgenommen. Deswegen, ich finde, Algenöl ist super, es ist vegan. Wir Veganer oder pflanzenbasierten Menschen brauchen kein Fischöl. Algen sind die Lösung für viele Nährstoffmängel generell. Das zeigen auch Studien und deswegen finde ich das eine super Alternative für mich persönlich. Und zweitens benutze ich jetzt gerade total gerne den Hurom H320. Ich meine, ich liebe es ja, einen Safter zu testen. Aber der hat mich jetzt wirklich sehr positiv überrascht. Und zwar die Aktion erstmal. Ihr bekommt einen Entsafter eurer Wahl mit einem Discount, dann noch on top mit meinem Discount obendrauf, das sind auch nochmal 10%, und mit einem Teemaster inkludiert, den ihr gratis auch dazu bekommt. Also finde ich eine ganz, ganz tolle Aktion, auch vielleicht toll für Weihnachten, vielleicht suchst du noch ein Weihnachtsgeschenk. Diese Aktion geht bis zum 28.11., die ist sogar nochmal verlängert worden, normalerweise war es nur bis zum 25.11. Ich mag den Hurom 320, weil ich einfach alles reinhauen kann. Ich muss nicht mal groß schneiden, vielleicht in 2-3 Teile die Karotte und ja, dann habe ich einen ganz, ganz tollen Saft und kann zwischendurch noch andere Dinge erledigen, wie die Küche putzen etc. Also es ist schon echt ein ganz tolles Gerät, die Saftausbeute ist super gut. Wie gesagt, jeder Entsafter spricht ja andere Bedürfnisse an. Die einen möchten vielleicht lieber wirklich reine Grassäfte pressen oder nur mit Blattgemüse. Dafür ist der Angel Juicer super. Allerdings musst du beim Angel Juicer auch immer dabei sein und das Obst bzw. das Gemüse halt reinschieben. Genau, Obst, weil Obst entsaftet der Angel Juicer jetzt nicht so gut. Dafür aber der Hurom 320, der entsaftet dann besser Früchte und auch hartes Wurzelgemüse. Macht der Angel Juicer auch. Der Angel Juicer ist super einfach für, Wurzelgemüse zu entsaften und Blattgemüse. Dieser hier, jedes Gemüse außer Blattgemüse, es geht so, da muss man schon sehr viel reinmachen, dann auf jeden Fall. Kommt drauf an, was du möchtest, ob du jetzt Blattgemüse entsaften möchtest oder vielleicht doch lieber einfach normalen Gemüsesaft, so wie ich es halt gerne mache. Ich selber entsafte keine Blattgemüse, reines Blattgemüse oder Grassäfte. Ich bin mehr so an generell Gemüsesäften interessiert. Deswegen finde ich den Hurom auch ganz, ganz toll, den H320. Und ihr habt diesen Discount auch wirklich auf alle
Geräte von Huarom. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und er lässt sich leicht reinigen. Finde ich auch toll und verbraucht nicht so viel Platz. Also ist auf jeden Fall ein super Gerät. So, jetzt fangen wir mal mit dem Entsaften an. Dann könnt ihr auch mal sehen, was ich meine. Benutze ich die violetten Karotten. Wusstet ihr, das habe ich letztens bei Patrick Schrober von Roh Vegan am Limit auf dem Kanal erfahren. Die haben mehr Beta-Carotin als die orangenen Karotten. Also ich finde es super spannend. Wenn ihr helle Augen haben wollt, strahlende Augen, dann könnt ihr mal schauen, ob ihr diese Karotten findet, weil ich finde, die machen besonders schöne Augen, die violetten Karotten. Und die sehen so toll aus, auch von der Farbe her richtig schön. Alles so unperfekt. Ich liebe das total. Ihr könnt natürlich auch ganz normal die orangenen Karotten nehmen, aber ich sage euch nur, diese Karotten, die violetten, sind absolut potent, noch potenter hier als die orangenen. Aber wie gesagt, manchmal findet man die violetten nicht immer, ich kenne das. So, und Rotkohl, Anthocyane, habt ihr ja gehört, ist auch super toll, um klare, strahlende Augen zu bekommen. Da kann man ruhig mal so ein Viertel von dem Rotkohl reinmachen. Ich schreibe euch noch das Rezept gleich hin. Dann noch ein bisschen nach Ingwer, weil es ist wieder Erkältungszeit. Also Ingwer muss auch mit rein. Ja, und solange er jetzt entsaftet, lese ich mein Buch. Auf jeden Fall rote Beete mit reinnehmen. Rote Beete hat auch Lutein, Zeaxanthin, ist super für klare Augen, für eine rosige Haut. Deswegen, ich habe auch gerne immer rote Beete in meinen Säften. Ja, also der hat ganz schön viel rausbekommen. Und ganz wichtig ist einfach, trinkt Säfte langsam, trinkt sie auf leeren Magen. Und falls du eine PDF mit Saftrezepten haben möchtest, eine kostenlose, schau gerne mal unten in meine Videobeschreibung. Da habe ich eine PDF verlinkt mit Saftrezepten, ja, mit Tipps zum Saftfasten für ein dreitägiges. Kommt auch bald wieder eine Challenge auf Instagram. Und ja, aber das ist jetzt wirklich so der strahlende Augensaft. Da sind wichtige Komponenten drin für strahlende Augen. Einmal Karotten. Klar, die violetten sind noch potenter, noch effektiver, aber die orangenen tun es genauso oder die tun es auch. Fast genauso, genau. Und dann Rotkohl und rote Beete. Das sind so die magischen Komponenten, sage ich mal, für schöne strahlende Augen. Aber klar, auch grüne Gemüsesorten sorgen für schöne, klare Augen, aber diese hier haben noch zusätzlich die Farbpigmente, die dann quasi in die Iris gehen und nochmal die Iris so ein bisschen verfärben können. Also jetzt nicht eine komplett neue Augenfarbe, das denken ja immer viele, dass man dann gleich eine neue Augenfarbe bekommt. Das jetzt nicht, aber zumindest deine eigene Augenfarbe wird ein bisschen strahlender. Also bei mir, wie gesagt, ist es zu einem hellgrün geworden. Ich habe jetzt nicht blaue Augen bekommen. Aber gut, tatsächlich in manchem Licht sagen manche, ich hätte blaue Augen. Ich hatte früher, wie gesagt, dunkelgrüne Augen. Und das hat, jetzt ist jetzt nichts Schlimmes, wenn du dunkle Augen hast. Ich sag nur, was noch wichtiger ist, ist einfach, weil die Sklera ist natürlich so ein ganz wichtiger Faktor für Attraktivität. Und ja, und falls du ein bisschen enger mit mir zusammenarbeiten möchtest gerne, vielleicht auch mal einen Kurs bei mir machen möchtest, einen Online-Kurs, ich habe einen Videokurs zum Thema Rohkosternährung, weil auch die Rohkosternährung hat bei mir wirklich die Augen nochmal wirklich sehr zum Strahlen gebracht, generell, weil dein Körper ja immer wieder so ein bisschen in so einem Reinigungsmodus ist. Und das, wenn du Rohkost isst, dann sind nicht so viele Rückstände im Körper. Generell ist es eine sehr, ja, ich sag mal, High-Vibration-Nahrung. Also das bedeutet, dass
klar, dass dein Körper viel ganz andere Schwingungen dann erlebt, wenn du viel Rohkost isst, weil rohe Nahrung, da sind ja noch alle Phytonährstoffe erhalten, die nicht von der Hitze zerstört wurden, und viele Phytonährstoffe, die gar nicht so genannt werden, jetzt mal abgesehen von den Makronährstoffen, wie zum Beispiel auch ja Anthocyane oder Resveratrol oder diese ganzen Dinge, die gehen ja auch bei Hitze immer mehr kaputt, und auch Carotinoide übrigens, auch wenn das nicht immer so ein bisschen, auch wenn das immer so dargestellt wird, dass Karotten ja angeblich hitzebeständig sind, beziehungsweise Carotinoide, wenn man sie länger kocht, sind sie auch weg. Also von daher, trinkt lieber Säfte, da kriegt ihr viel mehr Carotinoide rein, und das ist auf jeden Fall ein Tipp von mir. Und auch in meinem Kurs lernst du Step by Step, wie du deine Ernährung umstellst. Dort gibt es Zoom-Meetings mit mir, Facebook Live in der privaten Facebook-Gruppe. Ja, da können wir uns ein bisschen austauschen. Und vor allen Dingen, ihr habt da noch 2 E-Books mit drin und einen roten Faden, den es hier auf YouTube nicht so wirklich gibt. Da ist es ein Step-by-Step-Programm für die allmähliche Ernährungsumstellung. So, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und dass vielleicht auch andere davon profitieren können, die auch ein bisschen Probleme mit ihren Augen haben und vielleicht was tun möchten. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, damit supportet ihr mich und diesen Kanal, und ich bin natürlich motiviert, weiter tolle Videos für euch zu machen, und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer. Dann könnt ihr noch weiterschauen, mein nächstes Video ja zum Thema Säfte, finde ich immer wieder spannend, das Thema. Schaut einfach weiter, ich werde es hier verlinken. Dann bis bald, eure Julia.